Eine brennende Scheune und zwei Vermisste. Das war die Ausgangslage einer Feuerwehrübung, die am Samstagmittag in Metzebach stattfand. Dort feiert die Feuerwehr ihr 75-jähriges Bestehen. Zur Übung waren 43 Einsatzkräfte aus Metzebach, Landefeld, Nauses und Herlefeld angerückt. Während die einen mit Wasser den vermeintlichen Brand bekämpften, drangen andere unter Atemschutz in die Scheune ein und holten nach und nach die Vermissten heraus.